Danke! Danke, 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 du fette Sau! Mario Müller. Früher war er Neonazi, jetzt ist er bei der Identitären Bewegung, so wie Martin Sellner. Beide haben ein Buch geschrieben, doch daraus lesen wie geplant geht nicht. 100 Gegendemonstranten verhindern es. Geschrei von links, Geschrei von rechts. Und in der Mitte die herbeigeeilte Leitung der Frankfurter Buchmesse. Hallo! Könnt ihr jetzt mal einen Moment zuhören, bitte? Wir sind hier auf der Buchmesse. Sie zerstören die Möglichkeit, sich hier auseinanderzusetzen. Ein Tag zuvor. Treffen mit dem Chef der Buchmesse, Jürgen Boos. Täglich berichten die Medien über die rechten Verlage auf der Buchmesse. Für ihn ein Ärgernis. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Medien es nicht größer machen, als es wirklich ist. Es ist schon der Versuch einer Skandalisierung, ja, von Personen und Positionen. Und der Diskussion, die wir hier haben, wir reden im Moment über einen Verlag, 4 Veranstaltungen und 2 Publikationen, die im Selbstverlag erschienen sind. Vor allem geht es um ihn, Götz Kubitschek, Deutschlands bekanntesten rechten Verleger. Zusammen mit seiner Frau Ellen Kositzer betreibt er in Sachsen-Anhalt den Antaios Verlag. Er liefert die Bücher für die sogenannten neuen Rechten. 7.300 Verlage, darunter gerade mal eine Handvoll Rechter. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hatte selbst die Scheinwerfer auf sie gerichtet, die Standnummern genannt, zum Engagement aufgefordert. Zu Beginn der Messe demonstrierte der Börsenverein des deutschen Buchhandels sogar selbst vor den Ständen der rechten Verlage. Die habe man einladen müssen, der Meinungsfreiheit wegen. Das ist sozusagen unsere Kehrseite. Wir müssen unsere Werte vertreten und da eben auch entsprechend Haltung zeigen. Das ist ganz notwendig, denn wir können nicht gewähren lassen etwas, was wir eigentlich verurteilen. Doch die Fronten sind verhärtet. Kubitscheks Messestand wurde über Nacht verändert. Also unsere Plakate sind entfernt worden. Und jetzt haben wir da so eine Art Beipackzettel an die Wand geklebt bekommen. Nun ermittelt der Staatsschutz. So wie auch beim Manuskriptum Verlag und dem Tumult Magazin. Ich kam wie jeden Morgen um 9 Uhr zu unserem Gemeinschaftsstand und fand ihn völlig ausgeräumt vor. Also sämtliche Ausstellungsexemplare waren verschwunden. Andere wurden zerstört und mit Bier übergossen. So wie die Bücher von Michael Klonowski, Schriftsteller und Pressesprecher der AfD in Baden-Württemberg. Na, ist doch ganz klar, wo das herkommt. Und wie Sie an den Beschmiertheiten der Stände gesehen haben, sind das irgendwelche verhetzten Kinder. Ja? Also das ist ja pubertärer Doktus da, irgendwelche Pimmel da an den Stand zu sprühen. Ja? Infantiler Protest spielt den Rechten in die Hände, meint der Historiker Peer Leo. Die Behauptung des eigenen Opferseins, die läuft immer schon mit. Das ist sozusagen die Grundlage der ganzen, auch der ganzen identitären Bewegung, der ganzen Identitätspolitik von rechts, ist ja immer die Behauptung einer bedrohten Identität. So. Und die müssen sie natürlich, weil das eine in letzter Konsequenz wahnhafte Behauptung ist, müssen sie permanent durch Beweise in der Realität sozusagen belegen. Und das ist schon so, dass diese Beweise durchaus provoziert werden. Nur dürfen dann die politischen Gegner natürlich nicht so doof sein, genau in einem Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung sozusagen, das, was vorher nur behauptet wurde, Wirklichkeit werden lassen. Ja? Mit rechten Reden ist ein Plädoyer für Streitkultur. Mitautor Peer Leo meint, die Gesellschaft habe sie verloren, zum Vorteil der Rechten. Eigentlich setzen wir an am Nullpunkt. Bei der Feststellung, dass die Auseinandersetzung mit den Rechten in den letzten Jahren katastrophal falsch gelaufen ist. Und dass die deswegen auch so stark geworden sind, weil wir es zugelassen haben. Weil die sehr geschickt mit der Erwartbarkeit unserer Reaktion auf sie spielen. Wie auf neue Rechte reagieren. Direkt gegenüber dem rechten Antaios Verlag platziert die Buchmesse eine Stiftung gegen Rechtsextremismus und Rassismus. In Frankfurt soll sie die Besucher aufklären. Wir wurden von der Buchmesse direkt eingeladen, direkt angesprochen, aufgrund der Präsenz des Antaios Verlags. Und die Buchmesse hat gesagt, wir möchten niemanden ausschließen, wir möchten alle Verlage hier auch wirklich unterbringen. Und es wäre trotzdem schön, wenn die Amadeo-Antonio-Stiftung da als Gegengewicht einfach in der Nähe präsent ist. So wirkt das ein bisschen auf mich, dass man plötzlich vor der eigenen Entscheidung zurückschreckt und einen Exorzisten sozusagen den an die Seite stellt. Es ist eine rein magische Beschwörung, die nicht nur nichts bringt,
sondern die Rechten sozusagen, die lachen sich ja ins Fäustchen. Das können die wunderbar ausschlachten. Mund, mutiger Mund auf. Wir heben unsere Stimme gegen Rechts, gegen Antisemitismus, für Vielfalt. Stiftungsarbeit auch neben den anderen rechten Verlagen. Vor der Jungen Freiheit verteilt die Aktion Verlage gegen Rechts Sticker und eigens gedruckte Lesezeichen, die für Vielfalt werben sollen. Gespräche mit den Rechten gibt es kaum, aber Gewalt. Bei einer Lesung der Jungen Freiheit protestiert der 74-jährige Chef des linken Trikon Verlags lautstark. Ein Zuhörer schlug zu. Ich weiß auch, wie man sich prügeln kann. Aber dann gehst du nie so, geht jemand so rein, sondern das war ein Schlag. Der wollte, dass ich sofort das Maul halte. Zum Höhepunkt der Messe am Samstag hat Götz Kubitschek ausgerechnet Björn Höcke eingeladen, den umstrittensten Politiker der AfD. Der träumt hier von einem rechten 68. Das ist eine Schleusenzeit, in der wir sind. Wie damals die 68er ihre Kulturhegemonie durchgedrückt haben und innerhalb von wenigen Jahren die gesamte Publikationspalette in die weltanschaulich linke Ecke kippte, wird jetzt der Umschlag in die konservative, in die rechte Position erfolgen. Der Besuch von Björn Höcke, eine wohlkalkulierte Provokation. Eine weitere Lesung kann nicht mehr stattfinden. Der Abend endet im Chaos. Das ist meine Veranstaltung, Herr Boos. Das ist meine Veranstaltung. Das ist der Herr Boos, der Messechef. Schande, Schande, Schande. Gebrüll statt Gedanken. Die neuen Rechten haben die Bühne besetzt, machen weiter. Hausherr Jürgen Boos ist machtlos. Kein guter Tag für die Demokratie.